Spannender Tag, und zwar nicht, weil an der Newsfront zu viel ansteht. Heute ist eigentlich nur Zahlenbeiwerk. Das ist für uns nicht super spannend und sollte nicht allzu viel Liquidität bzw. Volatilität in den Märkten auslösen. Deswegen springen wir jetzt direkt mal in die Charts und wir sind hier im DAX und das kann sehr, sehr spannend werden, was wir jetzt am letzten Tag, am letzten offiziellen Handelstag in dieser Woche erleben werden. Warum? Das werden wir jetzt Schritt für Schritt durchgehen. Wir schauen uns erstmal Wochenbasis an. Wochenbasis scheint vor allem für Indizes immer eine sehr, sehr gute Herangehensweise zu sein, um so dieses Bigger Picture zu verstehen. Und da sind wir zweifelsohne immer noch in einem sauberen Aufwärtstrend. Wir haben darüber gesprochen, vor allem als wir uns hier akkumuliert haben und wir sehen, und wir sind schon knapp 2 Monate seitwärts unterwegs, dass wir hier eine ganz scharfe Price-Action-Grenze bekommen haben, von der der Markt aus immer und immer wieder solide aufgekauft wurde. Dann hat sich in den letzten 2 Wochen bzw. 3 Wochen diese Liquidität in Form von Stop-Loss unter den Tiefs angelagert, beziehungsweise auch mögliche Breakout-Trader, weil wir müssen uns immer darauf einstellen, dass wenn der Markt starke Impulse nach oben liefert, dann sind da einige Leute short. Und es sind meistens die Retail-Trader, die gegen eine starke Impulsbewegung versuchen, dann diesen Konter zu erreichen, beziehungsweise immer dieses Top zu shorten. Das Klassische. Jetzt haben wir hier gesehen, wir haben vor 2 Wochen auf dem vorherigen Tief geschlossen und haben uns unter dem Tief die Liquidität geholt, was einen Long-Impuls begünstigen sollte. Und das haben wir hier gesehen. Das haben wir in der letzten Woche bekommen und sind jetzt nach oben getankt. Aber jetzt wird spannend. Das ist jetzt eine deutlich tiefere Interpretation, die uns für die kommenden Bewegungen definitiv vorbereiten könnte. Wir sind hier an dieser dynamischen Unterstützung und ganz klar ist, je häufiger eine dynamische Unterstützung angetestet wird, desto schwächer ist sie. Wir müssen aber auch immer beobachten, Unterstützungsbereiche bzw. Umverteilungszonen, wie es korrekt da eigentlich formuliert werden kann. Umverteilungszonen stellen quasi immer die Zonen dar, wo Liquidität in den Markt kommt. Und für dich ist die einzig spannende und richtige Frage, die du dir in jenem Moment stellen kannst: Was haben die Kauf- oder Verkaufsorder, das heißt, also was hat die Liquidität, die in den Markt gekommen ist, im Preis bzw. in der Struktur erreicht? Was bedeutet das? Wir haben unter dem Tief haben wir die Liquidität abgegriffen. Was bedeutet, da waren ganz offensichtlich mehr Kauforder als Verkaufsorder im Spiel. Das wird dem geschuldet sein, dass wir unter diesen Tiefs, die wir hier sehen, natürlich Stop-Loss-Order lagen, wo Leute vorher kaufen wollten oder auch Breakout-Trader versucht haben, wenn der Markt darunter geht, zu shorten. Was bedeutet, immer wenn Verkauf wird, kann gekauft werden und hier kam der institutionelle Kauf rein und der Preis hat sich nach oben bewegt. Das Erste, was du in so einer Situation machen möchtest, ist zu schauen, wie verhält sich das Volumen. Und wir sehen, ja, so richtig viel Volumen, so richtig viel Liquidität ist da nicht reingekommen. Was für uns sich die Frage aufbringt, ist das Interesse des Marktes, beziehungsweise besser formuliert, der Marktteilnehmer, die einen deutlichen Einfluss auf den Preis nehmen können, und das sind meist Institutionen und Banken, sind die wirklich daran interessiert, die Preise weiter nach oben zu drücken. Jetzt ist hier relativ wenig Volumen reingekommen, was bedeutet, so richtig viel Liquidität konnte in Form von Kauforder nicht untergebracht werden. Würde bedeuten, wie stark würden Institutionen und Banken davon profitieren, wenn der Markt jetzt ein höheres Hoch macht? Und da relativ wenig Volumen in den Markt gekommen ist, ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass wir jetzt hier noch deutlich höhere Hochs erzeugen. Trotzdem, rein nach der Charttechnik sehen wir, der Markt hat sauber auf dem vorherigen Tief geschlossen, Liquidität geholt. Und jetzt ist die Frage der Fragen: Was hat der Markt damit gemacht? Und das können wir uns jetzt Schritt für Schritt anschauen. Denn wenn wir sehen, der Markt hat sich von diesem Preisbereich aus nach oben bewegt, der Markt hat aber in dieser Wochenkerze kein neues Hoch gebildet. Jetzt hatten wir diese Woche als neuen Hochpunkt, als neuen Breakout, und wir sehen, auch dieser versuchte Breakout ist wieder gescheitert. Das heißt also, wir sind nicht weiter nach oben gekommen, sondern wir haben eine Sache gemacht. Wir haben das Hoch mit einem Dot abgegriffen. Was bedeutet, Liquidität ins neue Hoch geliefert. Was für uns rein nach dem Verständnis eine erneute Umverteilung mit sich bringt und das tatsächlich eher die Short-Seite begünstigen kann. Ich hoffe, dass das Ganze hier nachvollziehbar ist, beziehungsweise dass das Ganze auch irgendwo logisch ist, wenn du das so Schritt für Schritt nachvollziehst. Falls du in diesem Fall einfach so ein bisschen Unterstützung in Form von Videomaterial haben möchtest, wo wir Schritt für Schritt da durchgehen, wo wir das Ganze wirklich auch sehr, sehr intrinsisch und detailliert erklären. Für unsere Academy, das ist ein Fuffi, den du für die Academy aufwenden musst, in Anführungsstrichen. Ich bin überzeugt, das sind sehr, sehr gut investierte 50 Euro, weil es ein Videokurs ist, der dir für bis zum Lebensende
bereitsteht und wo du halt wirklich dann auch jederzeit nachschauen kannst und da Schritt für Schritt lernen kannst. Das sind über 40 Stunden Videomaterial und dementsprechend, ich packe dir den Link mal hier unter das Video, dass, da musst du ein Wochenende ja mal nicht essen gehen oder ja, mal ein paar Kippen weniger rauchen und dann ist das wieder drin, falls du essen gehst oder rauchst. Und da haben wir die Liquidität hier oben wieder abgeliefert. Was bedeutet, der Zug nach oben scheint erstmal nicht der dominante zu sein, denn wenig Volumen in den Markt gekommen, hier oben abgeliefert, oberhalb des Hochs letztendlich in neue Verkaufspositionen dann umverteilt. Und das bringt einfach den Beigeschmack mit sich, wir bringen uns nicht weiter in die Aufwärtslage. Also dieses Interesse, dass der Markt deutlich weiter nach oben geht, ist nicht allzu groß. Und das können wir verifizieren, wenn wir jetzt auch noch auf die kleineren Zeiteinheiten gehen. Und da fängt es nämlich an, richtig spannend zu werden. Dieser Liquiditätsuntergriff, den wir hier bekommen hatten, der war nur auf Wochenbasis gültig. Was heißt nur? Wochenbasis ist so ziemlich die höchste Zeiteinheit, die so in der Norm quasi liegt. Aber wir sehen hier, die Liquidität wurde abgegriffen. Auf Wochenbasis, auf den kleineren Zeiteinheiten, Tagesbasis und dementsprechend auf den tieferen, haben wir einen Strukturbruch bekommen. Das heißt also, wir haben das Tief, was den Markt ins höchste Hoch geführt hat, das haben wir nach unten gebrochen. Was für uns bedeutet, wir sind hier in einer Abwärtsbewegung. Das nächste, was uns da interessiert ist, von welchem Preisbereich aus kam dieser Impuls, der den Markt ins tiefste Tief geführt hat. Und das ist dieser Bereich hier. Was für uns bedeutet, wir haben an diesem Punkt hier ein Point of Interest und wollen uns anschauen, wie verhält sich der Markt da. Und das ist der nächste spannende Punkt. Und jetzt hatten wir überlegt und gesagt, pass auf, als Orderblock, als Umverteilungszone, dafür war hier dieser Impuls viel zu stark, das Volumen hier viel zu gering, bedeutet, sehr wahrscheinlich wird die Liquidität darüber angelagert und das hat der Markt gemacht. Der Markt hat sich die Liquidität da oben abgefischt. Jetzt die Frage der Fragen. Wenn wir hier oben die Umverteilungszone haben und Rejection reinkommt und das ist passiert, was macht der Markt daraus? Sehen wir, dass der Markt versucht, Tiefs zu bilden, aber die Tiefs in der Folge immer höher werden, dann ist das Ganze trotzdem eher bullisch zu sehen, weil wir sehen, die Umverteilung führt nicht in ein tieferes Tief und kann den Markt nicht nach unten dominieren, sodass wir da eher bullische Aussichten haben. Jetzt haben wir aber, wenn wir das Ganze auf der kleineren Zeiteinheit betrachten, zwar diese Umverteilung bekommen, aber wir sehen, dass der Markt es nicht schafft, diesen echten Breakout zu liefern. Der Markt schafft es noch nicht, zumindest dieses Hoch hier wirklich zu dominieren. Und da können wir eine relativ saubere Price Action wieder ansetzen und sehen, okay, dieser Preisbereich wurde per Schlusskurs nicht überschritten. Was bedeutet, kriegen wir da jetzt ein tieferes Tief? Sind wir short gerichtet? Weil dadurch haben wir die erste Umverteilung gezeigt, höheres Tief. Der nächste Versuch durchzubrechen, Liquidity Grab, höheres Tief. Der nächste versuchte Durchbruch, Liquidity Grab und jetzt geht es wieder nach unten. Was für uns bedeutet, was für uns mit sich bringt, wenn wir jetzt hier keinen Platz mehr haben, beziehungsweise keine Kraft mehr haben, nach oben zu laufen, ist das Ganze deutlich mehr short gerichtet als long. Und dann würden wir den Break nach unten erwarten, die Liquidität unter den Tiefs aufsaugen, das heißt tatsächlich wieder Richtung 16.040 Punkte Marke zu gehen. Und wenn wir in diesem Preisbereich unterwegs sind, dann ist die Frage, ist das hier eine Bärenfalle, wo der Markt uns die Liquidität holt und weiter nach oben zieht, oder kriegen wir den Impuls nach unten? Dadurch haben wir eine neue Base, aus der der Markt diesen Impuls geliefert hat. Und dann würden wir schauen, was macht der Retest? Wie verhält sich die Price Action bei einem Retracement zu dieser Base? Und was macht der Markt daraus? Aus der aktuellen Sicht haben wir noch höhere Tiefs, definitiv. Aber dadurch, dass dieser Liquidity Grab nicht die Liquidität über das Hoch liefern konnte, sind wir tatsächlich eher short gerichtet. Das heißt also, für den Intraday-Bereich heute hätten wir tatsächlich eher fallende Kurse auf dem Speiseplan. Also rein von der technischen Sicht her würde es Sinn machen, wenn wir am Freitagshandel heute ein bisschen tiefer schließen, als wir gestartet sind. Das ist nicht in Stein gemeißelt und da bitte ich auch noch nach wie vor darauf aufzupassen. Wir haben hier diesen Liquidity Grab und diesen Order Block und wir sind immer noch in höheren Tiefs. Aber wir sind auch nicht mehr weiter nach oben gekommen. Was mit sich bringt, die Möglichkeit für entsprechend einen bearischen Breakout ist denkbar. Und ich will noch nicht zu weit in die Zukunft schauen, aber die Möglichkeit besteht, dass wir uns dann auch nicht mehr stark davon erholen und erstmal wieder unter die 16.000 gehen. Weil dann würden wir nämlich die kleineren Strukturen noch deutlich weiter unterstützen und deutlich mehr diesen Abwärtsimpuls mit uns bringen, weil wir auch hier sehen, wir konnten das Hoch nicht wirklich dominieren und angreifen.
Jetzt kam auch die Frage, wie Gold einzuschätzen ist. Und da kann ich sehr, sehr gerne auch nochmal drauf eingehen. Wir haben Gold sehr schön mit unserem Long-Impuls quasi verstanden. Also warum der Markt hier diesen Bullen-Impuls geliefert hat. Und da sehen wir, auf Wochenbasis sind wir tiefer gegangen, haben dann aber unterhalb dieser Wochenformation einfach nur Liquidität geholt. Monatsbasis ebenfalls drunter geschlossen. Also so richtig bullisch ist das Ganze per Ultimo erstmal noch nicht. Aber was wir sehen können ist, das hier war der höchste Punkt, bevor der Markt das tiefste Tief geliefert hat. Entsprechend ist das hier die Umverteilungszone. Das hier ist der Preisbereich, der für uns spannend ist. Jetzt haben wir auf 4 Stunden das Hoch per Liquiditätsabgriff abgegriffen, schließen auf dem Level und sind nach unten gefallen. Haben ein tieferes Tief gebildet vom Punkt aus, wovon wir das höchste Hoch geliefert haben. Das heißt auch hier ein kleiner Liquiditätsabgriff beziehungsweise hiermit sogar auf H4 ein Strukturbruch. Und dann können wir natürlich auch dynamische Levels mit einbeziehen und sehen, wir sind gerade in einem markanten Bereich. Wenn wir in Gold jetzt aber hier diesen Preisbereich nicht verteidigen, dann würden wir eher vermuten, dass wir nochmal nach unten fallen. Und das würde sehr, sehr gut ins Bild passen, was dann auch eine mögliche Stärke des US-Dollars noch anbelangt, beziehungsweise einfach diesen starken Impuls nach oben verdauen. Wir haben diese Umverteilungszone noch nicht per Schlusskurs nach oben dominiert, was bedeutet, wir sind noch nicht in diesem krassen Strukturwechsel. Wir haben zwar hier schon Liquidität aufgesammelt, aber jetzt kommt es darauf an, das hier ist die fette Umverteilungszone, was macht der Markt draus? Und kriegen wir jetzt hier ein höheres Tief im Vergleich zu diesem Meta-Tief, dann haben wir auch hier, genauso wie hier unten im Kleinen, eher das Potenzial, dass es nach oben rennt. Kriegen wir hier aber den Break nach unten und der Markt kann sich nicht mehr aufraffen, würden wir ein tieferes Tief erwarten. Ja, und das kann natürlich auch abhängig sein von der DAX-Bewegung. Die beiden korrelieren meist positiv und deswegen können wir auch da nicht ausschließen, dass wir uns ein bisschen tiefer bewegen. Hier auf Tagesbasis, sorry, gestern Liquidity Grab unter dem Vortagestief. Versuchter Impuls nach oben, wurde aber heute Morgen schon wieder abgewehrt in der Asia-Session. Also das sieht eher wirklich danach aus, dass wir uns short bewegen würden und weiter nach unten fallen. Zumindest erstmal wieder in den Bereich der 1954 US-Dollar rennen. Ungefähr 1% dann nach unten. Ich hoffe aus tiefstem Herzen, dass das Ganze dir weiterhilft, dass das Ganze vor allem durch diese Systematik und diese genauere Betrachtung dir einfach für dein Trading große Hinweise liefert, wie du letztendlich die Charts, wie du die herunterbrechen kannst, weil klar, jeder hat seine eigene Technik, aber was wir machen ist halt einfach, wir versuchen uns auf das Intrinsische in den Märkten, auf das, was die Märkte bestimmt, nämlich die Liquidität und Volatilität, uns darauf zu berufen und den Markt wirklich in seinem Kern zu verstehen. Und ich hoffe, das hilft dir weiter. Das war es von meiner Seite aus. Wer letztendlich ja für ein Fuffi unsere Academy durcharbeiten möchte, wir haben sehr, sehr schöne Erfolgsstories bei uns in der Wall Street Story feiern dürfen. Und wer weiß, vielleicht hörst du ja auch bald dazu. Link poste ich hier unter das Video. Ganz liebe Grüße, dein Dominik. Gute Trades und bis bald. Ciao, ciao.